Vor langer Zeit lernte ein kleiner Junge namens Thomas, wie man Kühe melkt und mit Getreide handelt. Irgendwo hoch oben in den Schweizer Bergen. Seine Familie hatte es sehr schwer. Aber es gab etwas, das ihm immer gut tat. Der Stall der Familie. Oft schlief er im Schuppen der Familie auf einem Bett aus Stroh, um sich warm zu halten. Seine Geschichte ist nicht die einzige dieser Art für Schweizer Einheimische. Schade, dass die Ställe im Laufe der Jahre verloren gegangen zu sein scheinen. Oder sind sie das? In der Schweizer Kultur hatten diese Ställe einen bestimmten Zweck. Und das aus gutem Grund. Sie halfen den Menschen, im Wechsel der Jahreszeiten zu überleben und sogar zu gedeihen. Die Einheimischen nennen diese kleinen Holzhäuschen Stadel. Sie dienten als Getreidespeicher und sind auch heute noch in den Schweizer Alpentälern zahlreich zu sehen. Leider sind die meisten dieser skurrilen kleinen Scheunen heute nur noch nostalgische Erinnerungen an die Vergangenheit. Die meisten Besitzer haben sie in den letzten 30 bis 40 Jahren vernachlässigt. Einige Stadel wurden sogar ganz verlassen. Zu allem Überfluss erlauben es die örtlichen Gesetze nicht, diese Bauten in etwas anderes umzuwandeln, zum Beispiel in Cafés oder sogar kleine Hotels. Zum Glück haben einige Schweizer eine sehr kreative Idee, um diese Gebäude vor dem Verfall zu retten. Sie verlegen sie in Gebiete, in denen die örtlichen Gesetze Änderungen an den Hütten erlauben. Es mag seltsam klingen, aber das haben die Menschen in der Antike auch getan. Wenn das Wetter in den Bergen zu rau wurde, packten sie einfach ihre Hütte zusammen und zogen dorthin, wo sie überleben konnten. Heutzutage werden die Hütten mit Hilfe von Hubschraubern transportiert. Jedes Stück Holz wird sorgfältig verpackt und nummeriert. Sogar alte Nägel werden transportiert, um sicherzustellen, dass die Häuser noch so authentisch wie möglich sind. Was ist das Faszinierendste an diesen Holzhäusern? Von außen sehen sie völlig unverändert aus. Aber wenn du erst einmal drinnen bist, wirst du verblüfft sein. Einige sind mit allem ausgestattet, was du für den perfekten Urlaub brauchst. Schöne, bequeme Betten, voll funktionsfähige Küchen und eine atemberaubende Aussicht auf die Schweizer Alpen. Ja, alles direkt in einem Stadel. Wir verlassen Europa noch nicht, sondern fahren nach Rumänien, um ebenso schöne Häuser zu besuchen. Nahe des Zentrums von Rumäniens Hauptstadt Bukarest gibt es ein einzigartiges Freilichtmuseum. Es heißt Dorfmuseum und zeigt eine Sammlung von alten traditionellen Häusern aus dem ganzen Land. Diese Gebäude wurden sorgfältig von weit her transportiert. Sie zeigen unterschiedliche architektonische Designs aus verschiedenen Regionen. Das Freilichtmuseum umfasst sogar eine alte Windmühle, die absolut authentisch ist. In den Sommermonaten finden hier verschiedene Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Kochkurse, die den Menschen die Geheimnisse der traditionellen rumänischen Küche lehren. Verstreut zwischen den Häusern gibt es mehr als 50.000 alte traditionelle Gegenstände, wie Möbel, Kleidung oder Küchenutensilien. Weiter geht's nach Kroatien. Hier steht ein vergessenes Hotel, das aussieht, als wäre es für einen Sci-Fi-Film gebaut worden. Das Haludovo Palace Hotel wurde 1971 auf der Insel Krk gebaut. Selbst sein asymmetrisches Design ist einzigartig. Es war einst ein beliebtes Ziel bei Schauspielern und Staatsoberhäuptern, aber nach den Konflikten in der Region in den 1990er Jahren verfiel es. 2001 wurde es komplett stillgelegt, aber Besucher können das futuristische Design und die modularen Formen des Hotels noch immer bewundern. Die Stadt Uyuni in Bolivien ist bekannt für ihre Salinen und roten Seen. Aber sie hat auch eine ungewöhnliche Attraktion zu bieten, einen Friedhof für antike Züge. Im frühen 19. Jahrhundert gab es Pläne, das Verkehrsnetz der Stadt mit neuen Gleisen zu erweitern. Schon bald wurde das Projekt wegen technischer Schwierigkeiten und Konflikten mit den örtlichen Gemeinden aufgegeben. Die Züge wurden weiterhin für den Transport von Mineralien an die Pazifikküste eingesetzt,
Aber als die Mineralien in den 1940er Jahren ausgingen, verließen die Bergleute die Stadt und ließen ihre Ausrüstung in der Wüste verrosten. Im Laufe der Zeit korrodierten die Züge und es entstand der große Zugfriedhof, den man heute besuchen kann. Die Insel Povelia ist etwa 800 Meter von den Kanälen Venedigs entfernt. Das klingt erstmal schön, aber dieser verlassene Ort verbirgt eine dunkle Geschichte. Sie diente unterschiedlichen Zwecken, wie einer Quarantänezone für Kranke bis hin zu Lagerräumen für Napoleon selbst. Anfang des 20. Jahrhunderts befand sich hier eine Nervenheilanstalt, in der einige tragische Experimente durchgeführt wurden. Die Anstalt wurde schließlich geschlossen und heute ist es verboten, Povelia zu besuchen. Von den nahegelegenen Stränden des Lido ist sie allerdings gut zu sehen. Das Michigan Theater war einst ein luxuriöser Filmpalast, der 1926 genau an der Stelle gebaut wurde, an der einst die erste Werkstatt von Henry Ford stand. Es war ein beeindruckendes Gebäude mit 7 Stockwerken und 4000 Sitzplätzen. Der Bau kostete stolze 5 Millionen Dollar. 1967 wurde es jedoch geschlossen, weil immer mehr Menschen in kleinere Kinos gingen. Ganz zu schweigen davon, dass man sich Fernsehgeräte anschaffte und deshalb weniger an Kinobesuchen interessiert war. Der Raum wurde schließlich für verschiedene Zwecke genutzt, bis er in den späten 1970er Jahren in ein Parkhaus umgewandelt wurde. Heute sieht es vielleicht etwas traurig aus, aber die hohe Decke und die verzierten Wände machen es weitaus attraktiver als ein typischer Betonparkplatz. Das Pony Henge in Lincoln, Massachusetts ist eine geheimnisvolle Ansammlung von Plastikponys und Schaukelpferden. Es liegt auf einem Feld etwa 22 Kilometer westlich von Boston. Niemand weiß, wer mit der Sammlung angefangen hat oder wie sie immer weiter wächst. Eine Geschichte besagt, dass das erste Pferd einst eine Requisite für einen Limonadenstand war. Eine andere erzählt von einem Plastikpferd, das auf dem Feld zurückgelassen wurde. Dieses wurde nach den Feiertagen angeblich nicht mehr gebraucht und von den Besitzern auf dem Feld entsorgt. Das außergewöhnliche Projekt begann irgendwann im Jahr 2010 und seitdem gibt es eine Menge seltsamer Mythen. Einige Leute behaupten sogar, dass die Ponys nachts zum Leben erwachen. Ich bezweifle das, aber es macht die Geschichte etwas geheimnisvoller. Das halb verfallene Rummu-Gefängnis in Estland wurde in den 1940er Jahren gebaut. Damals war es mit Insassen gefüllt, die in dem nahegelegenen Kalksteinbruch arbeiten mussten. Heute ist es eine der gruseligsten Unterwasserstätten der Welt. Das Gefängnis wurde 1991 aufgegeben und der Steinbruch füllte sich bald mit Wasser. Heute ist das Rummu-Gefängnis ein beliebter Strand- und Tauchplatz, an dem Besucher die versunkenen Gebäude und die Bergbauausrüstung erkunden können. Das Dorf Kayaköy im Südwesten der Türkei war früher eine lebendige Gemeinde. In seiner Blütezeit lebten hier rund 10.000 Menschen friedlich zusammen, obwohl sie aus unterschiedlichen Kulturen stammten. Aufgrund eines lokalen Konflikts in den 1920er Jahren verlor die Gemeinde zunehmend an Beliebtheit. Ein Erdbeben im Jahr 1957 verschlimmerte die Situation weiter, sodass es heute eine Geisterstadt ist. Ein paar hundert Häuser sind allerdings noch erhalten. Xochimilco ist eine Weltkulturerbestätte in Mexiko-Stadt. Im Internet ist sie für ihre Isla de las Muñecas bekannt, was übersetzt die Insel der Puppen bedeutet. Solltest du jemals an den wunderschönen Kanälen der Gegend entlang spazieren, wirst du bald eine erschreckende Entdeckung machen. Der Ort ist bekannt für die Hunderte von Puppen und Puppenteilen, die an Bäumen hängen und sogar im Gras verteilt sind. Sicher, es mag wie eine Kulisse aus einem Horrorfilm aussehen, aber dieser ungewöhnliche Ort war früher das Zuhause eines Mannes namens Julian Santa Barrera. Er war davon besessen, die Gegend vor unerwünschten Geistern zu schützen und sammelte daher die Puppen, um sie abzuwehren. Willst du einen Besuch abstatten? Miete einfach ein Boot.
Vom Wasser aus kannst du das verfallene Haus und die hängenden, gruseligen Puppen gut sehen. Nein, danke.